Betätigungsfeld der allgemeinen anthroposophischen Sektion. Und nun steht der Abend eigentlich im Zusammenhang vieler Beiträge, die es dieses Jahr gab. Im Frühjahr waren das eher die Mitgliedervorträge Rudolf Steiners, die er im ersten Halbjahr gehalten hat, die ein großes Thema hatten, nämlich den Materialismus zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, wo wir heute sind. Die Entwicklungsgeschichte der materialistischen Weltanschauung war eines der ganz großen Themen im Jahre 1921. Weitere Themen schlossen sich an und es gab entsprechende Veranstaltungen, ich möchte die nicht alle nennen. Und dann hatte ich kurz vor Weihnachten eigentlich die ganze Reihe der Vorträge in den Blick zu nehmen, die Rudolf Steiner zwischen Michaeli und Weihnachten am Goethe-Anum gehalten hat. Durch gewisse Umstände sind wir jetzt sehr nah mit diesem Abend an das Weihnachtsfest gerückt und ich fand es dann nicht mehr ganz richtig, sozusagen den ganzen Bogen von Michaeli, Oktober, November, in den Blick zu nehmen. Ich möchte mich heute Abend in der Zeit, die uns dafür zur Verfügung steht, im Wesentlichen auf die Weihnachtsvorträge, die er hier gehalten hat, beschränken. Aber ein paar wenige Worte werde ich schon noch zum Vorangehenden sagen. Und ich möchte mal so sagen, der Beginn des Vortrages, den Dr. Steiner in der Schreinerei am Heiligen Abend gehalten hat, der kann einem 100 Jahre später schon sehr nahe gehen. Denn er begann seinen Abendvortrag mehr oder weniger nach einer kurzen Begrüßung mit den Worten: Wir leben in schweren Zeiten und es muss heute als Leichtsinn erscheinen, wenn man ohne Berücksichtigung der schweren Zeiten, der Not, in die wir eingetreten sind, einfach die alten Gewohnheiten fortsetzen möchte, unberührt von demjenigen, was in sichtbaren und unsichtbaren Welten gerade in unserer Gegenwart sich vollzieht. Wir sehen ja, wie zu diesen Festeszeiten die Menschen sich beschenken, wie sie in traditioneller Weise ihren Weihnachtsbaum putzen, wie sie in anderer Weise rein nach der Überlieferung dasjenige tun, was man gewohnt worden ist zu tun seit Jahrhunderten. Gerade aber heute muss man bemerken, wie diese Gewohnheit fast zum Frevel geworden ist. Rudolf Steiner macht also sehr deutlich, es ist gar nicht möglich, in dieser Weise einfach die alten Gewohnheiten fortzusetzen. Und er sagt am Ende seines Vortrages, wir müssen uns aufschwingen zu der Überzeugung, dass ein solches Festhalten gegenüber den sonstigen Anschauungen der heutigen Zeit eine Lüge ist. Ich würde das ignorieren. Wir haben gerade eine gewisse Störung hier am Fenster, aber das wird uns hoffentlich nicht weiter beschäftigen. Es ist eben eine sehr spannungsvolle Zeit und jemand versuchte sich mit einiger Gewalt Einlass zu verschaffen. Sie hören es vielleicht im Hintergrund, aber ich hoffe, das stört die Übertragung nicht. Also die Situation vor 100 Jahren so gravierend, dass Rudolf Steiner deutlich macht, wir können in keiner Weise einfach so weitermachen wie bisher. Und er prägt sehr gravierende Worte, fast zum Frevel und dann steht an späterer Stelle eine Lüge. Er stellt damit überhaupt nicht den Weihnachtsbaum in Gänze in Frage, aber er stellt sehr entscheidend die Frage, wo sind wir eigentlich angekommen? Nicht heute, Dezember 2021, sondern 1921. Und dennoch, wie ich Ihnen sagte, solche Worte können einem dieses Jahr schon sehr nahe gehen. Fröhliche Weihnachten, ja für wen? Die Not der Welt, insgesamt kosmopolitisch groß. Die Not der Gesellschaften, auch der freiheitlich organisierten Gesellschaften, eigentlich Situationen, die man vor 3 Jahren so nicht voraussehen konnte. Ja, ich wollte nicht viel zurückblicken zu den Michaeli-Oktober-November-Darstellungen nach diesen Vorträgen über den Materialismus, aber vielleicht nur ein Motiv kurz ansprechen, weil es auch heute ein sehr wesentliches ist.
Er spricht es kurz vor Michaeli an, Rudolf Steiner, das Motiv der Furcht. Und er sagt in diesen Vorträgen, wenn ein orientalischer Weiser heute nach Mitteleuropa blicken würde, oder er sagt genauer in die abendländisch-westliche Zivilisation, dann würde er Folgendes sagen: Ihr lebt eigentlich ganz von der Furcht. Eure ganze Seelenverfassung ist von der Furcht bestimmt. Alles, was ihr tut, aber auch alles, was ihr empfindet, ist durchdrängt in den wichtigsten Augenblicken des Lebens und in seinen Auswirkungen durch die Furcht. Und da die Furcht außerordentlich verwandt ist mit dem Hass, so spielt der Hass eine große Rolle in eurer Zivilisation. Ein alter orientalischer Weise, 1921 blickend auf Mitteleuropa oder er sagt abendländisch-westlich. Die Kräfte der Furcht und die Kräfte des Hasses. In diesen Vor-Michaeli-Vorträgen geht Rudolf Steiner auch etwas auf diese Hassenskräfte ein. Er schildert sie in einer besonders dramatischen Weise, menschenkundlich, gar nicht psychologisch. Er sagt in diesen Vorträgen kurz vor Michaeli, es gäbe einen anthropologischen Ort im Menschen selber, in der menschlichen Organisation, wo der Mensch in sich trage eine Art Zerstörungsherd. Und er müsse den in sich tragen, das sei gewissermaßen der Preis seines Verstandesbewusstseins. Und die westlich-abendländische Zivilisation bresche in diesem Rationalismus eben voran. Und dafür bräuchte es einen Abbaukern im Menschen, aber er nennt ihn dramatisch einen Zerstörungsherd. Und dann bildlich, aber vielleicht auch sehr konkret gemeint, dieser Herd im Inneren könne ausbrechen. Dieser Herd im Inneren sei wichtig. Er sagt, dort härtet sich das Ego und das ist die Bedingung unseres Verstandesbewusstseins. Und die westliche Kultur wäre geradezu eine Umhüllung dieses Zerstörungsherdes, mit dem der Mensch aber umzugehen lernen habe. Wenn nicht, setze er ihn nach außen und dann entstehe etwas ganz Schreckliches. 1921, nicht 12 Jahre vor Anbruch einer bis dahin unbekannten Gewaltherrschaft. Und diese Kräfte von Zerstörung, von Angst, Furcht und Hass haben ja seither Europa nie mehr ganz verlassen. Sie sind natürlich nicht nur dort. Aber Rudolf Steiner, mit diesem ernsten Ton aus diesen Materialismus-Vorträgen kommend, blickte kurz vor Michaeli auf dieses Furchtphänomen. Er sagt an dieser Stelle übrigens auch, der ganze Materialismus selber sei ein Furcht- und Angstprodukt. Also die Menschheit sichert sich gegen etwas ab, versucht, die Welt zu berechnen und zu beherrschen, auch weil ihr vieles nicht zugänglich ist, das Unbekannte. Und ohne die Parallelen zu sehr eng zu ziehen, ist ja auch deutlich im Moment wieder, wie viel Furcht und Angst und wie viel Beherrschung und Kontrolle und auch zunehmend wie viel Hass auf möglicherweise Elemente der Gesellschaften, die sich der Kontrolle noch entziehen. Jedenfalls erleben wir ja alle die außerordentliche Spannung in diesen Tagen und Wochen. Und ein letztes, vielleicht doch auch interessantes, bevor ich dann immer weiter Richtung Weihnachten komme, aus diesen Beiträgen zur Materialismusgeschichte. Da sagt Rudolf Steiner, ab dem 15. Jahrhundert, und das ist uns ja gut bekannt, wird diese naturwissenschaftliche Welthaltung und Selbstverständnis immer mehr kulturprägend. Und im Grunde auch die Intellektualität, die er ja sehr schätzte, Rudolf Steiner, aber in ihrer Einseitigkeit für problematisch hielt, schärfend wofür? Er sagt, es gehört zu dieser modernen Intellektualität, vor allem das Untergehende zu sehen. Eigentlich den Weltenleichnam zu analysieren. Eine auf das Tote gerichtete Wissenschaftlichkeit. Und es gehe jetzt darum, und wir sind ja im ersten Jahr des Goetheanums damals, nicht? Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft wurde im Herbst 1920 eröffnet
Und wir sind im ersten Jahr. Es geht darum, dem eine andere Wissenschaftlichkeit entgegenzusetzen. Denn diese Form von Todeswissenschaft sei, und da kommt ein Akzent, der uns heute Abend beschäftigen wird, dem wirklichen Christentum entgegengesetzt. Dieses trage in sich eine Empfindung für das Leben, für das Lebendige, für das Auflebende aus dem Niedergang. An einer Stelle sagt er so schön, das Christentum sei keine Erlösungsreligion, davon habe es schon viele gegeben, es sei eine Auferstehungsreligion. Also in der Überwindung des Todes, in der, wie soll man sagen, in der Gestaltung und Schaffung und Förderung von Lebensprozessen, inmitten von Todesprozessen, habe es seinen Ort. Und es sei möglich, auch in den inneren Zerstörungsherd, der in jedem Menschen ist, zu unserem Erschrecken, eigentlich moralische Ideale aufzunehmen. Und das würden dann Keime für künftige Welten, für aufgehende Welten, für den Christusimpuls. Nur ein paar dieser Akzente kurz vor Michaeli, denn eigentlich wollte ich den Bogen spannen. Oktober, November, wenn Sie die Mitgliedervorträge genauer lesen, das sind die GA-Bände 207, 208, eine enorme Menschenkunde, die Rudolf Steiner da entfaltet, eine Menschen- und Schicksalskunde, die zunehmend eine Art kosmische Menschenkunde wird. Die Beziehung des Menschen zum Weltall genauer kennenzulernen, das ist ein großes Ziel dieser Unterweisungen. Während er diese Mitgliedervorträge in der Schreinerei hält, findet im Weißen Saal des Goetheanum, wir sind ja im ersten Bau, dieser große Theologenkurs statt. 29 Vorträge und Fragenbeantwortung, der längste Kurs von Rudolf Steiner, vom 26. September bis zum 10. Oktober, ein Jahr später, sollte daraus ja das Initial der Christengemeinschaft werden. Aber schon in diesem Kurs hat Rudolf Steiner den Wortlaut der Menschenweihehandlung und anderer sakramentaler Vollzüge entwickelt. 120 Teilnehmer, allerdings nicht im großen Saal, der ja da war, sondern im Weißen Saal. Also es gab nicht nur die Mitgliedervorträge, sondern parallel am Beispiel jetzt der Theologie diese großen Ansätze für Neubegründungen. Aber dass gerade da der Christusimpuls so zentral ist, hat auch eines mit der Signatur dieses zweiten Halbjahres zu tun. Rudolf Steiner unterbricht Ende November, Anfang Dezember seine internen Vorträge, den er reist. Zum zweiten Mal in diesem Jahr in das nicht-deutsche Ausland. Im Februar, März war er in den Niederlanden gewesen und nun reist er über Berlin nach Norwegen. Das war das Thema des letzten Sektionsvortrages in dieser Reihe. Ich sprach über diese zwei Reisen, die insofern sehr ungewöhnlich war für die ihn empfangenden anthroposophischen Freunde, denn der Akzent von Rudolf Steiners Vorträgen lag ganz in der Öffentlichkeit. Beide Länder hatten 1913 Rudolf Steiner zum letzten Mal gesehen, oder sagen wir die anthroposophische Bewegung, die Gesellschaft in diesen Ländern, zu ungeheuren internen Kursen. Die sogenannten Vorträge über das fünfte Evangelium in Christiania Oslo und der berühmte Hüllenkurs in Den Haag. Aber nun dreht Rudolf Steiner das Ganze wie um. Im Vordergrund stehen öffentliche Vorträge, beispielsweise in den Niederlanden 17 öffentliche Vorträge und eine kleine interne Mitgliederdarstellung. Anthroposophie muss hinaus, wenn sie wirken möchte und Unheil verhüten soll. Und Rudolf Steiner reist nach Norwegen über Berlin, wo er in der Philharmonie spricht, vor 2400 Menschen. Solche Zeiten waren das gewesen. Über Anthroposophie und Wissenschaft. Eines der Hauptthemen heute in sozusagen ja, verzerrter bis diffamierender Form, die Nichtwissenschaftlichkeit der Anthroposophie in den Medien, das war Rudolf Steiners Hauptthema in diesen öffentlichen Vorträgen vor 100 Jahren. Und in Norwegen einer dieser öffentlichen Vorträge, Jesus oder Christus. Und kaum ist er wieder zurück in Berlin,
gewinnt die Christologie eine weitere Stufe, auch in den Mitgliedervorträgen. Den einzigen Vortrag auf der Rückreise in Berlin, der handelt vom Gottes- oder Vaterbewusstsein und vom Sohnesbewusstsein. Sehr eindrücklich, was Rudolf Steiner dort ausführt, aber ich möchte das an dieser Stelle jetzt übergehen. Ein Vaterbewusstsein und vielleicht ein paar Worte dazu, das sich eigentlich ergibt aus einem Beheimatetsein des Menschen in der Sinneswelt. Wenn er diese Sinneswelt geistig erfährt, erfährt er sich im Vatergrund seines Seins. Er erfüllt gewissermaßen sein Menschenwesen im göttlichen Vater, insofern er diesem Daseinsgrund natürlich geistig den Boden gibt. Aber das Sohnesbewusstsein, so Rudolf Steiner, finde man nicht in dieser Außenwelt. Das sei ein Akt der Freiheit. Das Finden des Christuswesens im Innern, eine innere Tat der Begegnung. Er schildert die Differenz und weist darauf hin, wie schon in Christiania, dass Solovjov diese großen Unterschied sah, dieser russische Philosoph, den Rudolf Steiner sehr an der Jahreswende ins Zentrum rücken wird. Auch dann im ersten Leitartikel für die Wochenschrift des Jahres 22. Im Unterschied zu den Theologen Deutschlands sieht er diesen Unterschied und macht Wege der Annäherung an diese Wirklichkeit. Und dann spricht Rudolf Steiner kurz in Berlin noch über die geschichtliche Entfaltung des Christentums und überhaupt die Weltstellung des Mysteriums von Golgatha als Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Ja, er sagt schon gar als eine geschichtliche Therapie. Im Grunde ist ein kosmischer Heilungsimpuls gekommen in diese Welt. Am Ende sagt Rudolf Steiner eben auf der Rückreise von Norwegen nach Dornach, er hoffe und er sei der Überzeugung, dass die Christologie in diesem Mitgliedervortrag wieder etwas weitergebracht habe werden können. Und dann ist er wieder hier und direkt am Tag seiner Ankunft, er ist gerade drei Stunden da, hält Rudolf Steiner den ersten Vortrag, eine Art Reisebericht dessen, was er in Norwegen erlebt hat und auch was seither in den Zeitungen, in den Briefen stand im Hinblick auf Diffamierung der Anthroposophie. Dieser Vortrag ist noch nicht veröffentlicht, wird aber in Zukunft kommen. Und dann, und damit sind wir im Band GA 209, kommen die Vorträge, die er nach der Rückkehr im Dezember 1921 hält und die kulminieren in den Weihnachtsbetrachtungen vom 24. und 25. Dezember hier in Dornach und vom 26. Dezember in Basel. In gewisser Weise sind es auch mysteriengeschichtliche Betrachtungen, auch wenn das Thema der Mysterien ja im Jahr 22 und vor allem 23, 24 dann noch mit einer ganz anderen Priorität von Rudolf Steiner hineingestellt wird. Aber schon dort geht es um das alte Mysterienwesen, seine intensive geistige Naturerfahrung, die die Menschen damals haben konnten, und dass diese Welt geschwunden sei. Diese Welt, die der alte Mensch um sich fühlte, die ist eigentlich nicht mehr da. Sie ist erstorben. Sie ist tot. Das Grundgefühl des modernen Menschen ist sein Herausgeworfensein aus der Natur. Er ist nicht mehr ihr Teil. Es ist diese Form von Entfremdung. Ich stehe hier und schütze mich gegebenenfalls vor den Viren. Es ist eine uns ganz fremde Welt, auch die Viren sind eigentlich etwas ganz Fremdes, aber auch vieles andere. Der Mensch erlebt sich als isoliert und muss sich vielleicht noch viel mehr isolieren, denn das andere scheint übermächtig zu sein, scheint ihm tatsächlich nicht nur fremd, sondern gefährlich zu sein. Auch dieses Jahr und letztes Jahr waren ja Jahre, wo viele Menschen wieder Naturvorgänge, in diesem Fall mikrobiologischer Art, als ein sie und die Zivilisation bedrohende erfuhren. Es gibt ja viele Studien auch, vielleicht nicht unbedingt zu dieser Pandemie, aber zu anderen Pandemien gibt es gute Studien, dass sie auch ja mit den Zerstörungen der Ökosysteme in Zusammenhang stehen. Ich glaube, bei der jetzigen Pandemie
ist der letzte Würfel noch nicht gefallen und die letzte Erkenntnis noch nicht gefällt, wo der Ursprung ist. Aber bei anderen Ebola und andere Pandemien der letzten Jahre und Jahrzehnte konnte man ja im Nachhinein zumindest gut zeigen, die Entfremdung des Menschen von der Natur, aber zugleich und in eins damit die Zerstörung der Natur durch den Menschen schafft wiederum Naturvorgänge, die den Menschen nicht nur irritieren, sondern ihm pathogen sind, vor denen er sich dann wiederum mit Aufbietung aller Technik, gegebenenfalls auch aller Aggressivität und aller Intelligenz technischer Art zu schützen versucht. Und das ist ja die Situation, in der wir heute sind. Also er schildert zurück zum Thema, oder Steiner schildert das Gefühl des alten Menschen, die alten Zeiten, die ganz alten Zeiten gegenüber der sinnlichen, geistigen Welt, der natürlich geistigen Umwelt und dann das Herausgeworfensein als Grundgefühl des modernen Menschen. Um dann sehr plötzlich zu Paulus zu kommen, im Dezember 1921, nicht zum ersten Mal in seinem Werk, das wissen Sie, aber plötzlich eine paulinische Betrachtung, was Paulus in Damaskus erlebte. Und dabei die Sätze, und da hat er also gewusst, Paulus in Damaskus, zwar die Natur ist für den Menschen erstorben, aber der Christus ist mit seiner Kraft auf der Erde. Er hat sie durchdrungen. Und in dem Christus kann die Menschheit jetzt dasjenige finden, was sie früher in der Natur gefunden hat. Das war das große Erlebnis des Paulus vor Damaskus. Und da verstand er, die Menschen haben die Natur verloren als Trost. Aber der Christus tritt ein. Der Christus, richtig verstanden, gibt dasjenige, was da lebte, in dem ganzen Komplex der ehemals sprechenden Mineralien, der zum Erröten und Erblassen bringenden Pflanzen, der innerlich den Menschen durchsehnenden, durchwühlenden Tierheit. Ein Geistkosmos hat sich nun mit der Erde verbunden. Die Sonnenkraft, die früher in Mineral, Pflanze und Tier dem Menschen erschien, sie ist nun da auf moralische Art. Sie ist da für das innerliche Erleben. Das Himmelreich ist nahe herangekommen. Rudolf Steiner hat ja zuvor darüber gesprochen, dass die alten Menschen, also in den alten Kulturen, bei der Begegnung mit einem gewissen Pflanzenwesen errötet oder erblasst sind, dass die Pflanzen so stark auf sie wirkten, dass sie mitschwangen bis in ihre Hautzirkulation hinein. Und dann dieser unvermutete Sprung. Eigentlich ist seit der Zeitenwende ein Geistprinzip auf Erden. Die Natur ist in gewisser Weise Werkwelt geworden. Sie ist auch nicht mehr so göttertragend, als sie es einst gewesen ist. Es ist nicht nur der Mensch, der das nicht mehr so sieht, sondern göttlich-geistiges hat sich wie zurückgezogen. Denn wir sind in einer Entwicklungsströmung des Menschen zur Freiheit. Und dafür müssen die Wirklichkeiten erst einmal zurücktreten, abgeschattet werden, damit der Mensch sich frei waltend im Kosmos erlebt. Er ist nicht mehr im Bann von Kräften, die ihn erblassen und erröten machen. Die Naturgeistigkeit hat sich zurückgezogen. Aber dann ist zur Zeitenwende gewissermaßen ein göttliches Prinzip auf Erde Mensch geworden. Rudolf Steiner kommt an Weihnachten darauf sehr zurück. In den Vorträgen, die davor sind, also ich bewege mich jetzt so in der zweiten, dritten Dezemberwoche, bis hin zum 23. Dezember schildert er weiter diesen Weg zur Freiheit, zu freien Willensimpulsen, nicht zum ersten Mal in seinem Werk. Nicht zum ersten Mal darüber spricht Rudolf Steiner, dass in gewisser Weise das Vorstellungs- und Bild- und Bewusstsein eine Notwendigkeit des sich befreienden Menschen ist, der nur in seinem Willensleben gewissermaßen Realität oder Überreales erlebt, die werdende Welt, das reale Sein, und das bemerkt er ja, wenn er eingreift in die Außenwelt, dass er etwas bewirkt. Im Denken dagegen hat er das Gefühl, er ist allenfalls Zuschauer. Rudolf Steiner spricht dann sehr subtil darüber, was in diesem Denkprozess eigentlich geschieht
und im Willensprozess menschenkundlich hochinteressant, aber ich möchte das ein wenig beiseite lassen. Also, es hat seinen Sinn, diese ganze Entwicklung, ohne Zweifel, die im 19. Jahrhundert kulminiert. Und dennoch ist sie lange Zeit wie etwas Verlustartiges in Erscheinung getreten. Um dieser Gewinn der Freiheit verliert der Mensch die Geistigkeit der Natur, ja auch die Geistigkeit der Sprache. Bereits als er von Christiania von nach Berlin zurückkam, hat er in diesem Vortrag in Berlin am 7. Dezember ganz am Ende plötzlich eine Sprachbetrachtung eingeführt und spricht über den Buchstaben Alpha und Beta im Griechischen und führt da aus, dass Alpha eigentlich hieß und bedeutete, das ist der Mensch. Und zwar der seinen Atem empfindende. Das ist der Mensch, der den Atem empfindet. Das wäre in dem Wort Alpha, in dem Laut, in dem, ja, da lebte all das noch im Griechischen. Und Beta sei das Haus. Der Anfang des Alphabets, das Alpha und das Beta, bedeutet der Mensch in seinem Haus, gemäß des Wortes der Uroffenbarung. Und erst dann, ab der Zeitenwende, und vor allem ab dem 4. Jahrhundert, ich komme darauf zurück, im Übergang oder im Untergang der griechischen Sprache und im Übergang zum Lateinischen, wäre eigentlich diese ganze Wort der Uroffenbarung abstrakt geworden, verschwunden. Man könnte sagen, die Inspiration ging verloren. Aus der Poesie, der geistigen Poesie der griechischen Sprache, wird Prosa, Latein, Jurisprudenz. Eigentlich ist das Urwort verloren gegangen, das ursprüngliche Menschenwahrheitswort, das Menschenweisheitswort. Von dem Logos blieb die Logik. Deswegen habe Goethe immer nach Griechenland gewollt, nicht nur wegen Hellas im Allgemeinen und der Natur, sondern auf der Suche nach dem verlorenen Wort. Und der Mensch in seinem Haus, dieser Beginn des Alphabets, sei eben nur der Beginn gewesen. Man könnte, so sagte Steiner in Berlin, das ganze Alphabet durchgehen. Nein, das war schon in Dornach, als er die Sprachbetrachtung wieder aufnahm. In Berlin hat er sie nur kurz angetippt und dann hat er sie hier in Dornach mit gutem Grund wieder aufgenommen. Übrigens dann auch um das Hebräische erweitert, um das Aleph. Man könnte das ganze Alphabet durchgehen und würde einen Begriff, einen Sinn, eine Wahrheit über den Menschen aussprechen, indem man einfach die Benennungen für das Alphabet hintereinander sagt. Es würde gewissermaßen ein umfassender Satz ausgesprochen, der das Menschengeheimnis zum Ausdruck bringt. Es beginnt dieser Satz also damit, dass man hinweist darauf, der Mensch ist in seinem Haus, in seinem Tempel. Die folgenden Teile des Satzes würden dann zum Ausdruck bringen, wie der Mensch sich darinnen verhält, wie sein Verhältnis zum Weltall ist. Über dieses Verhältnis zum Weltall hatte Rudolf Steiner sehr viel entwickelt in den Oktober-November-Betrachtungen auf der menschenkundlichen Ebene. Und nun wird es eine Sprachbetrachtung, wo eigentlich deutlich ist, der Mensch ist Wort. Und die Mysterienstätte, die ja hier gebaut wird im 20. Jahrhundert, hat mit diesem wiedergefundenen Wort zu tun. Eine neue Logoslehre, eine neue Menschenkunde des Logos tragenden, atemempfindenden Menschenwesens. Die Dichter hätten das nie ganz verloren, sagt Rudolf Steiner. Sie haben sich nicht dem Prosa-Zusammenhang der Sprache überlassen, sondern sie gehen zu dem inneren Erleben zurück, zu dem inneren Erfühlen, zu der inneren Gestaltung der Sprache. Der Dichter versucht zurückzukehren zu dem inspirierten Urelement der Sprache. Man möchte sagen, jede wahre Dichtung, die kleinste und die größte, ist ein solcher Versuch, zu dem verloren gegangenen Wort wiederum zurückzukehren, aus dem nur auf die Nützlichkeit gerichteten Leben einen Schritt zurückzumachen, zu denjenigen Zeiten, in denen sich noch das Weltenwort,
in den inneren Organismus des Sprechens offenbart. Und dann geht Rudolf Steiner in die Menschenkunde tiefer hinein und spricht vom verborgenen Tönen im ätherischen und im physischen Leib, als einem Nachklang der Weltensphärenmusik, die man doch zwischen Tod und neuer Geburt aufgenommen habe. Und zwar klinge das Vokalische des Kosmos, das Vokalisch-Planetarische, stark im ätherischen Leib nach. Und das Konsonantische des Kosmos, unseres Kosmos, bevor wir uns inkarnierten, klinge sehr stark nach im physischen Leib. In der Eurythmie macht Rudolf Steiner das wieder erfahrbar. Er befreit gewissermaßen für das Bewusstsein diese Bildeprinzipien oder diese Tingierungen, sagen wir mal, diese kosmische Tingierung unseres physisch-ätherischen Leibes. Physisch die konsonantische Welt, die Fixsternwelt, ätherisch die planetarisch-vokalische Welt. Nur wie im Echo, im Abglanz lebend. Aber es ist ja, wie Sie alle, glaube ich, wissen, eine tiefe Erfahrung, wenn man den Abglanz beginnt selber zu erleben, weil die Eurythmie einem Erfahrung wird, dass man wirklich gewissermaßen Angehöriger des Kosmos ist. In einem Götterahnung, das solche Erlebnisse so intensivieren sollte, dass sie wie zur großen Welt sprechen. Der Mensch also ein Weltenkonsonant, eine Weltenkonsonanz in sich trägt, physisch, und eine Weltenvokalismus, ätherisch. Sie fragen vielleicht, ja, und der Astralleib und das Ich. Rudolf Steiner sagt in diesem Vortrag, wir sind am 18. Dezember, der Astralleib, er nimmt wahr, was als Echo im ätherischen Leib lebt, von diesem vokalischen, planetarischen. Das nimmt der Astralleib wahr im Ätherischen. Und das Ich nimmt wahr, was im physischen Leib als Echo dieser Formkraft, dieser konsonantischen Fixsternwelt liegt. Natürlich, wir haben es nicht im Bewusstsein, aber wir lernen lesen in uns. Anthroposophie, sagte Rudolf Steiner einmal, ist die Suche nach dem verloren gegangenen Wort. Und das ist natürlich vor so einem Hintergrund jetzt nicht nur eine sehr schön poetische Beschreibung, sondern das wird richtig konkret, menschenkundlich konkret, denn das Wort ist ein Schöpfungswort. Und natürlich wirkt das Ganze auch in der Sprachentwicklung des Kindes sehr, sehr deutlich. Da sagt Rudolf Steiner in diesen Mitgliedervorträgen, das darf ich Ihnen vorlesen, diese Passage: Die mehr innerlich gelegenen Sprachorgane des Kindes werden aus der Wesenheit des Menschen so geformt, dass sie vokalisieren können. Und die mehr nach der Peripherie gelegenen Organe, also Gaumen, Zunge, Lippen und alles, was mit der Form, was mehr die Formung des physischen Leibes ausmacht, das wird so gebildet, dass damit konsonantiert wird. Also, indem das Kind die Sprache lernt, kommt, durch den unteren Menschen bewirkt, in seinen oberen Menschen ein Nachspiel dessen hinein, was an Bildekräften in den physischen Leib aufgenommen worden ist und auch was in den ätherischen Leib aufgenommen worden ist. Wenn wir sprechen, bringen wir also zur Offenbarung, man möchte sagen, ein Echo der Erlebnisse, die der Mensch mit dem ganzen Kosmos durchmacht, im Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, während seines Herabstiegs aus der göttlich-geistigen Welt. Alle Einzelheiten des Alphabets sind durchaus nachgebildet dem, was im Kosmos lebt. Ich glaube, ein solches Sprachverständnis, eine solche Logos-Annäherung gestattete Rudolf Steiner überhaupt nur während des Theologenkurses September, Oktober, diese Übersetzungen eines neuen Kultus darzustellen. Denn natürlich handelt es sich nicht um eine Übersetzung nur sozusagen aus dem lateinischen Kultus der katholischen Kirche, sondern im Grunde musste doch eine Neugewinnung dieser Sprache sich vollziehen, dieser kosmisch-irdischen Sprache, die auch gerade
in so einem kultischen Sprechen leben muss. Aber es ist zugleich, und damit merkt man auch, glaube ich, wie die Lebensgebiete zusammengehören, es ist zugleich die Spur, die in den pädagogischen Kurs Rudolf Steiners hineinführt, den er am 23. Dezember hier im Goethe-Anum abhielt. Dieser sogenannte Weihnachtskurs, die Pädagogen unter Ihnen, falls sich heute Abend welche eingestellt haben, werden ihn gut kennen. Es war der erste große internationale pädagogische Kurs im Goethe-Anum, zu dem natürlich nicht die Waldorflehrer aus aller Welt kamen, weil es sie nicht gab. Es kamen die Stuttgarter Waldorflehrer, aber ansonsten war es ein Kurs für interessierte Pädagogen aus England, aus den Niederlanden, aus Skandinavien, Deutschland und der Schweiz. Immerhin 5 Länder. Und das waren natürlich nicht alles Anthroposophen oder Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft, die hatten gar nicht so viele Pädagogen, aber Menschen, die irgendwie doch Interesse gefasst hatten an dem, was in Stuttgart versucht wurde, seit 2 Jahren zu diesem Zeitpunkt. Und das ist wichtig. Neben dem theologischen Kurs war eigentlich nach der Eröffnung des Goethe-Anums September, Oktober 1920 dieser pädagogische Kurs Ende 1921 einer der ersten großen Fachkurse, der aber nicht im großen Saal stattfand, sondern im Weißen Saal. Und weil es so viele Menschen waren und weil manche nur Englisch sprachen, musste Rudolf Steiner jeden Vortrag 2-mal halten, um 10 Uhr Vormittag auf Deutsch und um 11 nochmal, aber dann mit George Adams Kaufmann als seinem Übersetzer. Das sage ich nur in Parenthese, ist nicht mein Thema heute Abend, der Weihnachtskurs für die Lehrer, aber nur um zu sagen, das ist ja alles sehr praktisch gemeint. Es geht ja nicht nur um eine neue Sprachlehre, sondern es geht um eine neue Erziehungslehre, die allerdings sehr viel mit dem richtigen Sprechen und dem richtigen Gehen und dem richtigen Denken lernen zu tun hat. Er beginnt am 23. Dezember. Und am 24. Dezember hält Rudolf Steiner den ersten dieser Weihnachtsvorträge im engeren Sinne. Und auf die möchte ich jetzt nun in der verbleibenden Zeit noch etwas genauer eingehen. In dieser ernsten Stimmung, mit der habe ich ja diesen Vortrag begonnen. Und es ist schon ernst, nicht, wenn jemand hier, allerdings ein sehr unruhiger Mensch, versucht, sich durch das Fenster Zugang zu verschaffen für diesen Vortrag, weil er nicht richtig stattfinden kann, da merkt man die Spannungen dieser Zeit. Und damals war es auch sehr, sehr ernst. Nun, Sie können sagen, was war denn 1921 so besonders ernst? Es war 3 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Aber je tiefer man in diese Anfang der 20er Jahre hineingeht, umso eher ist der Totalitarismus schon ante portas. Diese extremen Spannungszustände der Gesellschaft, die auch ökonomisch verarmt, die Radikalisierung im rechten und linken Spektrum und dann die ganzen Diffamierungskampagnen, der Antisemitismus, der ganz neu aufflammt und gepusht wird. Die Anthroposophie als eine Randgruppe, die aber auch an vielem schuld sein soll. Es war nicht einfach zu leben. So beginnt Rudolf Steiner also diesen Weihnachtsvortrag so ernst. Und dann kommt er eigentlich noch einmal zurück auf das große Thema der Materialismusvorträge. Die hatten einen wichtigen Punkt, nämlich das 4. nachchristliche Jahrhundert. Ich hatte darüber gesprochen und es ist ja auch ein kleines Büchlein entstanden aus der allgemeinen Sektion zu diesen Materialismusvorträgen, wo Rudolf Steiner jetzt hier sprachlich sagt, im 4. Jahrhundert ist nicht nur vieles zu Ende gekommen von den frühchristlichen tiefen Betrachtungen über das Sohnes- und das Vaterbewusstsein, über eigentlich die Sternkunde und vieles, was bis zum 4. Jahrhundert eigentlich hineinkam aus dem Orient und eine Verständnisgrundlage für das Mysterium von Golgatha hätte geben können, aus einer alten Weisheit ein Verstehensrahmen für dieses ungeheure Geschehen, sondern auch die Sprache des Weltenwortes, sagt Rudolf Steiner, wurde wie zum Erlöschen gebracht.
Es ist eben dieser Gang in diese romanische Welt. In diese romanische Welt, in diese Sprache und vieles, was eigentlich damals abgeschattet wurde. Und in diesem vierten Jahrhundert ist Entscheidendes geschehen. Es ist eigentlich die Verständnisgrundlage seither verloren gegangen, was passiert war durch das Mysterium von Golgatha, sagt Rudolf Steiner. Dieser größte Einschnitt in der Menschheits- und Erdentwicklung wurde in keiner Weise mehr verstanden. Die ersten drei Jahrhunderte wie tastende Versuche, Begriffe zu bilden für das Geschehene. Denn eben das Verstehen geht dem Leben oft lange hinterher. Was war geschehen, sagt Rudolf Steiner? Was war eigentlich geschehen? Die Götterlehre wurde gewendet im Grunde zu einer neuen Fülle. Paulus hat es erfahren, Pleroma, die Fülle, ist gekommen. Jetzt war nicht die Erde plötzlich wieder in Fülle da, aber ein Prinzip wurde auffindbar für Paulus, das Christuswesen, was eine Wende bedeuten konnte, die sich langsam erst einleben konnte in die Entwicklung und vor allem sollte über das Denken. Das war ja auch eine große Aussage von Rudolf Steiners Vorträgen aus dem fünften Evangelium, dass, und dann auch über die kosmischen Vorstufen des Mysteriums von Golgatha, dass er sagt, es ging eigentlich in einer ersten Schritt um eine Durchchristung des Denkens. Und deswegen ist die Achsenzeit der Weltgeschichte eben so bedeutend, die Karl Jaspers und andere analysierten, dass etwas schon in den Jahrhunderten vor der Zeitenwende sich verändert hat im Bewusstseinsleben der Menschen und ja transkulturell, wie ein anderes Verhältnis zum eigenen Gedankenprozess sich anbahnte. Und durch das Christusereignis und diese Art von Ich-Werdung der Menschheit eigentlich dieser Vorgang sehr stark ermöglicht wurde. Rudolf Steiner sagt im Grunde, die Götterfülle im Denken wiederzufinden. Allerdings musste eben das auch dann durch diesen ganzen langen Weg in Freiheit wiederfinden. Das heißt, das Ich musste so auf einen Punkt gestellt werden, in einer radikalen Weise, dass es aus diesem Punktbewusstsein mit Weltverlust im Denken eigentlich die Welt wiedergewinnt. Dass der lange Vorgang dieser zwei Jahrtausende nach der Zeitenwende. Und eigentlich wundert es eigentlich ja auch nicht, dass im vierten Jahrhundert gewissermaßen das noch nicht gefasst werden konnte. Aber jetzt, sagt Rudolf Steiner, wäre es so unendlich wichtig, dass es neu verstanden würde, was da eigentlich geschehen sei. Es sei so wichtig, dass wir jetzt, und das sind alles Aussagen dieses Vortrages vom 24. Dezember, dem das Paradeisspiel vorausgegangen ist, möchte ich noch sagen, in dieser wunderschönen Schreinerei, die so duftete nach diesen Tannen, nach diesem, und das Paradeisspiel, und dann kam eigentlich das Paradeisspiel am 23. Abend, am 24. das Christgeburtsspiel vor dem Vortrag. Ich korrigiere, am 23. abends nach dem pädagogischen Kurs oder am Tag des pädagogischen Kurses das Paradeisspiel, das die Lehrer natürlich gesehen haben. Und am 24. vor diesem Heiligabendvortrag in der Schreinerei das Christgeburtsspiel. Und dann im Abendvortrag spricht Rudolf Steiner eben über diesen ungeheuer wichtigen Einschnitt. Er sagt, was eigentlich geschehen ist, die alte Kosmologie, weltenweit, und jetzt die Anschauung des Mittelpunkts Menschen, der durchdrungen war von dem, was aus den Sternen herunterleuchtete, der durchdrungen war von dem lebendigen Weltenwort. Also Sterne sprachen eins zu Menschen, heißt es ein Jahr später am Beginn des Spruches für Marie Steiner. Aber an der Zeitenwende sprechen sie schon nicht mehr. Der Trost der Sterne, oder Steiner sagt, ab dem vierten Jahrtausend vor Christus wurden die Sterne der Trost. Denn schon damals, viertes Jahrtausend vor Christus,
konnten die Menschen die Fülle des Göttlichen nicht mehr in der Natur erleben. Die Erde wurde finsterer, aber die Sterne, der Schein der Sterne war der Trost. Das war im alten Ägypten so, in Chaldea, in der Sternweisheit. Aber nun, in der Annäherung an die Zeitenwende, war gewissermaßen dieser Trost kaum mehr erlebbar. Sterne sprachen einst zu Menschen. Und er sagt, selbst in Hellas, wir denken immer an das helle Griechenland, es wäre eine gewisse tragische Stimmung da gewesen und eine Sehnsucht nach Erlösung. Und dann kam sie eben, aber nicht mehr über die Sterne, sondern eigentlich sich anbahnend im menschlichen Denken. Der Mensch wird zum Mittelpunktswesen, später zu einem Ich-Punkt, sagte ich, der den Umkreis neu finden muss. Aber dieser Mittelpunktsmensch ist durchdrungen von dem, was aus den Sternen eigentlich herunterleuchtet. Das war im ersten einmal der Christus Jesus, der das lebendige Weltenwort in sich trug. Aber jeder Mensch war eigentlich seither und ist auf dem Weg zu dieser Christwerdung. Auch wenn es sprachlich nicht in allen Kulturen so benannt wird, sagt Rudolf Steiner, eine neue Art von Menschwerdung, eine Umkehr. Das Göttliche ist in den Menschen eingezogen. Das Göttliche hat sich wie hingegeben für diesen Neuanfang im Menschen. Da ist etwas neu geboren worden. Und das Mysterium von Golgatha zu erfassen, hieße, diese Neugeburt eigentlich zu erfassen. In demselben Maß, ich zitiere wörtlich aus dem Vortrag vom 24. Dezember, dem Heiligen Abend in der Schreinerei nach dem Christgeburtsspiel, in demselben Maße, in dem man sich entschließen wird, das Mysterium von Golgatha durch übersinnliche Erkenntnis zu erfassen, in demselben Maße wird innerhalb der menschlichen Zivilisationsentwicklung der Christus neu geboren werden. Von dem Aufnehmen der übersinnlichen Erkenntnis darf die Menschheit erhoffen, ein wirklich perennierendes Bethlehem. Einen tiefen Sinn muss ein Ahnungswort bekommen, wie es etwa Angelus Silesius ausgesprochen hat, wird Christus 1000-mal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Ja, diese Christusgeburt, man könnte auch sagen, das Christwerden oder das Werden des christbegabten Menschen, man könnte auch sagen, die Menschwerdung schlechthin, in diesem Sinne einer sich neu durch und im Menschen sich entwickelnden Fülle. Natürlich nannte Rudolf Steiner seine Welt- und Lebensanschauung nicht Theosophie, sondern Anthroposophie. Denn das, was einst Theos war, und auch Astralkosmos ist im Menschen angekommen. Und draußen hat es sich erst einmal zurückgenommen, auf das der Mensch es in sich entdeckt. Also wenn Rudolf Steiner sagt, Christus muss in aller Erkenntnis geboren werden, dann heißt das im Menschen. Der Mensch muss beginnen, in diesem Sinne Menschheitsrepräsentant zu werden. Und diese Kraft des lebendigen Christus in das Erkennen hineinbringen. So und nur so, sagte er am Ende des so ernst begonnenen Vortrages, sei es noch möglich, Weihnachten zu feiern. Ein Erinnerungsfest mit einem geputzten Weihnachtsbaum. Also, ja, was auch immer unter Putz verstand, jedenfalls ein sentimentales Erinnerungsfest. Würde nicht nur Angelus Silesius Hohn sprechen, es geht nicht um fröhliche Weihnachten. Es geht nicht um sozusagen, ja, Heinrich Böll hat auch wunderbar darüber geschrieben, nicht nur zur Weihnachtszeit. Sie kennen vielleicht dieses dramatische Stück. Er wurde fast verfolgt von der katholischen Kirche. Er musste sich nach Irland flüchten, der Katholik. Heinrich Böll ist dann freiwillig ausgetreten. Aber im Grunde, Dieses Weihnachten, das ist schon lange ein Hohn, sagt Rudolf Steiner, aber umso intensiver wollen wir es feiern, aber als Weltweihnacht, mit Weltgefühl. Weltgefühl, ja. Nicht nur für uns, die Familie und lokal, sondern Weltgefühl. Und dann würde der wahre Menschenwert und die wahre Menschenwürde erst empfunden werden.
alles Formulierungen aus diesem Vortrag vom 24. Dezember 1921. Und dann vielleicht auch das noch, und dann gehe ich noch kurz auf den 25. Diese Worte aus diesem Vortrag, und ich glaube, da ist gut, die Schreinerei sich dazu zu vorzustellen. Ich hatte vorher noch mit Peter Barner gesprochen vom Rudolf-Steiner-Archiv, denn in den Vorträgen steht ja nicht drin, wo sie gehalten wurden. War alles in der Schreinerei oder war doch auch etwas im großen Bau? Warum eigentlich? Wo waren diese Vorträge? Und Peter Barner sagte, ja sicher oder wahrscheinlich war dieser 24. in der Schreinerei, denn Rudolf Steiner hätte wohl nicht die kleine Kuppel mit Tannen ausgestattet. In der Schreinerei war das Christgeburtsspiel, aber der 25. Dezember, ich komme gleich, der war vor der kleinen Kuppel im Bau. Und ich finde, man spürt es dem Vortrag auch an. Aber ich bleibe noch beim Heiligen Abendsvortrag in der Schreinerei. Da heißt es an einer Stelle so schön, und da kann man sich vielleicht fast das Christgeburtsspiel dazu und die Atmosphäre in dieser Holzschreinerei mit diesem duftenden Tannen dazu fühlen. Wenn wir denken später, wie Michael Blume inszeniert hat und andere, wo diese Atmosphäre fast wieder auferstand. Und auch heutzutage wird ja alles noch getan, aber es gibt immer besonders Begabte, zu denen Michael Blume gehörte. Dann sagt Rudolf Steiner also im Vortrag, wir dürfen nicht glauben, dass wir den Christus haben innerhalb unserer gegenwärtigen Zeit. Wir müssen uns vorkommen wie die armen Hirten, die sich ihrer Not bewusst waren. Wir müssen suchen den Christus im Innersten des menschlichen Wesens, wie die Hirten gesucht haben den Christus im Stall von Bethlehem. Opfern müssen wir diesem Christus, der uns die Maya der Gedanken verwandelt in Wirklichkeiten. Wir müssen die Demut haben, uns zum Verständnis der Geburt Christi aufzuschwingen. Wir müssen wissen, dass wir erst ein Verstehen des Weltweihnachtsgedankens brauchen, bevor wir Weihnachten in der richtigen Weise werden würdigen können. Wir müssen alles, was die einzelnen Lebensgebiete sind, durchdringen, mit der lebendigen Kraft des Christus. Das Hirtenspiel, nicht das Christgeburtsspiel, und ich glaube, wir sehen sie alle vor uns, wie sie da gekommen sind aus ihrer Glatteiswelt mit ihren nächtlichen Träumen im Spiel. Und das ging dem voraus. Und Rudolf Steiner sagt, wir brauchen die Demut der Hirten. Er spricht nicht von den Königen. An dieser Stelle die Demut der Hirten. Da stehen wir an der Krippe hier. Und er hat ja immer gesagt, es ist zwar schade, dass man im 4. Jahrhundert gewissermaßen viel verloren hat, aber die Hinwendung zu der Geburt des Christuskindes hat über anderthalb Jahrtausende viele Liebeskräfte entfacht. Ich stehe an deiner Krippe hier. Paul Gerhardt, ein Lied des 17. Jahrhunderts, aber das kann einem heute noch durch Mark und Bein gehen. Und dann der 25. Und da, das war auch meine Empfindung, aber das war doch im Bau. Und Herr Barner vom Rudolf Steiner Archiv fand in der Tat heute Abend eine kleine Notiz von Helene Fink, die den Vortrag eben mit stenografierte im Bau. Also der wurde dort gehalten und da war zuerst die Eurythmie, Wladimir Solowjow, Weihnacht, das Gedicht. Dann aus einer Bach-Weihnachtskantate und dann Olaf Ostesen. Und diese Betrachtung von Rudolf Steiner geht wieder zum 4. Jahrhundert, das ihn das ganze Jahr beschäftigte, als Beginn des Materialismus. Und in diesem Jahr 354, so schildert er sehr eindrücklich, hat Rom das Weihnachtsfest erfunden, könnte man fast sagen, jedenfalls als das Hauptfest der Christenheit definiert und den Blick gelenkt zu dieser Geburt.
Und da sagt er, das ist Aurora des materialistischen Zeitalters. Warum? Weil bis dahin wurde etwas anderes gefeiert, Epiphanias. Die Taufe, der Einzug des Christus aus der Sonne in den Erdenleib, das berühmte Fest der Erscheinung Christi, verstanden als eine Befruchtung der Erde aus dem Kosmos, Fest einer übersinnlichen Geburt, Herkunft dieses überirdischen Christus, Jordan-Taufe als das eigentliche Zentralereignis des ganzen Mysteriums von Golgatha. Warum konnte man das feiern, 4 Jahrhunderte, ehe es verboten wurde zu nehmen? Hier ist gerade ein Vortrag. Es kommt auch noch die andere Seite. Warum wurde das verboten? Oder warum wurde das Fest überhaupt erst möglich 4 Jahrhunderte lang? Weil, so sagt Rudolf Steiner, die Gnostiker als letzte Strömung, die diese spirituelle Weisheit des Orients noch in sich trugen, ein Verständnis für dieses, was da kam, hatten. Nicht ein hinlängliches Verständnis für die Inkarnation, aber ein Verständnis für diesen kosmischen Prozess. Und so fanden ja am 6. Januar, vor allem aber in der Nacht vorher, 5. auf 6. Januar, große Nachtfeiern statt. Sie können das heute noch studieren in alten Schriften und späteren Darstellungen, vor allem in Palästina, aber auch in Syrien, in Ägypten, wurden diese Epiphaniefeiern. Es gab auch Gesänge, es gab Zeremonien, das Weihwasser wurde in dieser Nacht ja geweiht. Und es gibt schon gar einen Bericht einer adligen Pilgerin aus dieser Zeit, aus dem 4. Jahrhundert, die beschreibt, wie in Jerusalem und Bethlehem das begangen wurde. Aber Rom wollte das nicht mehr. Die Christenheit sollte nicht an diesen Jordan blicken und irgendeine Sonne und dann noch ein Feuerwerk abbrennen. Es gab offensichtlich auch gewisse Brand und Licht und Feuer, kultischen Formen, sondern man sollte sich beschränken auf das Jesuskind in der Krippe. Im 4. Jahrhundert begann es nach dem Konzil von Nikea, dass diese Irrlehren, so hat man sie bezeichnet, diese heretischen Lehren, denen zufolge die Jesusgeburt noch nicht die Menschwerdung Gottes sei, verurteilt wurden. Eben im Sinne der Gnostiker war die Jesusgeburt noch nicht die Gottwerdung des Menschen, sondern erst das Epiphaniegeschehen. 30 Jahre später. Es gab päpstliche Predigten im 4. Jahrhundert gegen die Sonnenanbetung, gegen diese ganzen Irrlehren im Christentum. Das ganze kosmische Christentum sollte eigentlich beendet werden. Im Zuge der konstantinischen Anerkennung, es wurde Staatskirche, aber damit auch zugleich immer enger, immer zentrierter, und das Weihnachtsfest wurde eingeführt, offiziell. Man wehrte sich gerade sogar gegen in Palästina, in Bethlehem, in Jerusalem, die wollten es nicht, aber beugten sich. Wir wissen, dass allein das Land Armenien sozusagen unbeugsam blieb über so lange Zeit. Die Epiphaniefeier wurde dann auch gestattet, noch nachdem das Christus-Geburtsfest, das Jesus-Krippenfest richtig da war, hat man einen gewissen Rest an Epiphanie zugestanden, aber immer mehr und mehr als Fest der Magier der Bekehrung der Heiden interpretiert. Das ist dann davon übrig geblieben. Also die Geschichte von Epiphanias ist hochinteressant und des ganzen 4. Jahrhunderts. Rudolf Steiner ist aber niemand, der das verdammt, denn er sagt, es ist eine geschichtliche Notwendigkeit. Das kosmisch-spirituelle Christentum musste verloren werden. Dieser Einzug in den Menschen war richtig. Man muss nur wissen, was man verloren hat, um es auf anderen Wegen wiederzugewinnen. Wobei diese Weihnachtsinauguration war großartig. Allein schon deswegen, dass man es auf den Adam- und Eva-Tag gelegt hat. Der 24. Dezember ist ja seit langem
gewesen, der Tag, wo man des Erdenanfangs der Menschheit gedacht hat, der Adam- und Eva-Tag. Noch in Karl Königs Weihnachtsgeschichte geht es darum. Und dass das jetzt zusammenkam, man könnte sagen, mit Paulus, mit dem zweiten Adam. Dass also ein Teil sozusagen die Herkunft war, das Paradies. Und das zweite ist gewissermaßen die Neuwerdung des Menschen. Sie kennen auch die Mythen, dass der Paradiesbaum und der Baum des Kreuzes, es gibt auch andere Mythen, und die Krippe, dasselbe Holz gewesen sei. Die Zusammengehörigkeit eigentlich dieses Menschheitswerdens. Also bedeutsam dieses Fest, ohne Zweifel. Und auch die Wintersonnenwende. Das heißt, eine Zeit, wo diese Erde ja wie welteneinsam ist, sagt Rudolf Steiner, ganz in sich abgeschlossen und der Mensch ganz innig verbunden mit dieser Erde, wartend auf das kommende Licht. Diese Lichtwirkung mit den länger werdenden Tagen, der Umschlag ist ja genau da. Das heißt, Weihnachten als Fest der Hoffnung, als kommendes Licht. Und so gehen ja viele Menschen immer noch, obwohl sie vielleicht diese Art von Christologie nicht in sich tragen, mit Hoffnungen in diese Weihnachtszeit hinein, auch in schwierigen Jahren wie jetzt. Und insofern, sagt Rudolf Steiner, auch eine große Innigkeitskultur wurde ermöglicht. Ich sagte, ich stehe an deiner Krippe hier. Also er hat diese Entwicklung nicht verdammt. Sie war notwendig und sie währte lange. Aber am 19. Jahrhundert war es eigentlich zu Ende. Von der einstigen Theologie war gerade noch der schlichte Mann Jesu aus Nazareth geblieben. Und im Grunde auch von der Innigkeit der Menschen, von diesem wie ein Tauler und andere sozusagen, mit welcher Innigkeit sie diesen Tag bedachten, war auch im 19. Jahrhundert nicht mehr viel geblieben. Und da war der Umschlagspunkt. Und jetzt sagt Rudolf Steiner, jetzt ist es höchste Zeit, dass wir uns neu aufringen zu einem spirituellen Erfassen des Mysteriums von Golgatha und damit auch zu diesem ganzen Weihnachtsepiphanie geschehen. Der Christus müsse der Menschheit neu geboren werden. Weihnachten, und da wiederholt er das Motiv vom Vortag, müsse das Fest, das Geburtsfest einer neuen Christusauffassung werden. Das Fest eines ganz gegenwärtigen Geschehens. Da sagt Rudolf Steiner schon gar einen merkwürdigen Satz. An diesem 25. Dezember im Bau. Geboren werden muss ein neues Wesen. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen, welches Wesen er da meint, was da neu geboren werden muss. Ein paar Sätze später, ein bisschen abschwächend, eine neue Christus-Idee, ein neuer Christus-Impuls. Natürlich, es muss in die Tat, in die Pädagogik. Die sitzen ja alle da, die Lehrer und die anderen. Aber was ist eigentlich dieses neue Wesen, das da geboren wird? Und dann geht er noch nach Basel am 26. Dezember, entfaltet dasselbe Panorama noch einmal in Basel, im damaligen Zweig, und weist da noch einmal darauf hin, die alten Mysterien legen immer darauf zu, auf dieses Kommende. Ja, auch auf dieses Kommen der neuen Sonne in der Mitternachtsstunde, wo man sie sehen lernt durch die Erde hindurch. Und dann beschließt er diesen Vortrag mit einem Spruch, den er ja 15 Jahre zuvor Marie von Sievers übergeben hatte für eine Weihnachtsfeier in Berlin. Er sagt das gar nicht groß dazu, aber deutlich ist, genau wie 15 Jahre zuvor, es ist ein alter Mysterienspruch, den Rudolf Steiner übersetzt hat im Sinne dieser neuen Sprachgestaltung, die er handhabte. Ja, ich denke, ich darf ihn lesen, auch wenn wir per Zoom sind. Wäre doch schön, wenn er heute Abend dabei ist, auch wenn Sie, wie ich denke, ihn alle sehr gut kennen. Aber es geht ja nicht um Neuigkeiten, sondern um eine Vertiefung in das,
was unter uns lebt, in uns und unter uns. Die Sonne schaue um mitternächtige Stunde, mit Steinen baue im leblosen Grunde. So finde im Niedergang und in des Todes Nacht der Schöpfung neuen Anfang, des Morgens junge Macht. Die Höhen lass offenbaren, der Götter ewiges Wort, die Tiefen sollen bewahren, den friedenvollen Hort. Im Dunkel lebend erschaffe eine Sonne, im Stoffe webend erkenne Geistes Wonne. Mario Betti hat diesem Spruch eine besondere Studie gewidmet. Im Laufe dieses Jahres 2021, 100 Jahre nach diesem Basler Vortrag, im Hinblick auf unsere jetzige Situation, auch in dieser weltweiten Corona-Krise und Dynamik. Auf den Silvestervortrag Rudolf Steiners möchte ich, der am Ende von GA 209 steht, möchte ich nicht mehr groß eingehen, wollte mich auf die Weihnachtsvorträge konzentrieren. Eindrücklich ist in diesem Silvestervortrag ein Jahr vor dem Brand, wie Rudolf Steiner sagt, es ist allerhöchste Zeit, dass jetzt die Wende geschieht, die Weltenzeitenwende sei gekommen. Das Weltenneujahr des Geistes müsse in der Menschheit beginnen. Weltensilvester sei da. Da ist eine Absolutheit in den Formulierungen. Er sagt nicht, was geschieht, wenn das nicht geschieht. Ein Jahr später verbrannte alles. Aber es hat etwas tief Ernstes darin, würde der Mensch länger verharren in dieser Anschauung der entseelten Natur, der geistfreien menschlichen Eigenwesenheit, er würde seinen Zusammenhang mit seinem eigenen Ursprung verlieren. Also wenn wir das einfach fortsetzen, was im 4. Jahrhundert begonnen hat, im 19. Jahrhundert kulminierte, aber immer noch weiter wirkt, dieser Materialismus, der eigentlich keine Beziehung hat zur beseelten Natur und eigentlich nicht zum ergeisteten Inneren des Menschen, ja, dann verliert der Mensch ja was eigentlich? Die Beziehung zu seinem eigenen Ursprung, sagt Rudolf Steiner. Darunter kann man sich viel vorstellen, was es heißt, die Beziehung zum Ursprung. Im Kultus ist ja davon die Rede, dass die Seele sterben könne oder dass sie nicht sterbe als Hoffnung. Also dass die Menschheit und jeder einzelne Mensch in einer außerordentlichen Gefahrenzone sich bewegt, seines Ursprungs verlustig zu gehen. Wir wissen ja, dass die Schulung, die Rudolf Steiner mit diesem Bau hier anheben ließ nach der Weihnachtstagung, eigentlich ein systematischer Weg ist, um des Ursprungs wieder gewiss zu werden. Und selbst wenn man diesen Weg nicht bis zum Ende selbst gehen kann, ist das Mitgehen, kann eine große Sicherheit in der Menschenseele verankern, dass der Mensch seiner selbst nicht verloren geht und dass er dieses Logoshafte seines Wesens, dieses Weltenwort, beheimatet sein, dass das ihm nicht ganz genommen wird, dass er einen Weg gehen kann, Weltenneujahr des Geistes, Weltenzeitenwende. Letzter Vortrag im Jahr 21. Dann kommt dieses durchaus dramatische Jahr 22, an dessen Ende die Vernichtung des Baus steht. Aber da wollen wir heute Abend nicht hinblicken, denn wir leben ja auf diese Weihnacht zu, auf das, was da doch hoffentlich in uns geschieht, an den Orten, wo wir arbeiten, wo wir leben, diese Möglichkeit des neuen Lichtes, die aber immer ganz stark davon abhängt, inwiefern wir selber sozusagen Lichtträger werden können. Das zentrale Organ der Weihnachtszeit ist mit Sicherheit das menschliche Herz. Das hat Rudolf Steiner sehr stark so bejaht.
Das war der Bogen, den ich heute Abend ein wenig spannen wollte. Es sind ja Vorträge, die eigentlich im Sinne der allgemeinen Sektion so zu verstehen sind, dass sie unser Studium der Anthroposophie, ja, ich möchte sagen, befeuern sollen. Vielleicht blickt man neu in diese Vorträge hinein, in den gesamten Vortragsband. Aber vor allem verbindet sich mit den Inhalten. Diese Vorträge, meine, wollen keine Auslegungen in dem Sinne sein, sondern Hinführungen. Ich glaube, es hängt viel davon ab, die nächsten Jahre, dass wir mit diesen Inhalten leben. Die Zeit, es deutet sich an, wird nicht leichter, im Gegenteil. Und diese Geistessicherheit, von der auch dieser Spruch spricht, die müssen wir neu erwerben. Insofern ist es Weihnacht, aber auch im Hinblick auf die Zukunft. Ehe ich mit dem nochmaligen Lesen des Spruches den Abend beenden möchte, möchte ich Ihnen jetzt schon sagen, dass morgen Abend eben ein weiterer Zoom-Vortrag in der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion über die werdende Welt stattfindet, eigentlich sehr zusammenklingend mit dem Thema von heute Abend. Konstanze Kalix wird sprechen über die Samenkorn-Meditation. Also das ist schon die Einladung für den morgigen Abend für die Menschen, die noch, die das können oder auch jemand anders davon erzählen wollen, auch in englischer Sprache um 23 Uhr. Das ist die Ankündigung. Und jetzt würde ich einfach den Schlusspunkt setzen, indem ich noch einmal hier diesen Spruch spreche. Und ich finde auch gut, dass er im Haus hier gesprochen wird. Deswegen ist diese Übertragung heute Abend wirklich auch aus dem Götteran. Und man kann so etwas ja auch zu Hause machen. Aber in diesem Haus, für dieses Haus oder für das, was durch dieses Haus eigentlich gewollt wird, hat ja Rudolf Steiner diese Dinge auch so uns hinterlassen. Und so hatten wir uns entschieden, dass das heute Abend auch hier sein soll, auch wenn wir aufgrund der Umstände es heute Abend nicht anders machen wollten. Die Sonne schaue um mitternächtige Stunde, mit Steinen baue im leblosen Grunde, so finde im Niedergang und in des Todes Nacht der Schöpfung neuen Anfang, des Morgens junge Macht, die Höhen lass offenbaren, der Götter ewiges Wort, die Tiefen sollen bewahren, den friedevollen Hort. Im Dunkel lebend erschaffe eine Sonne, im Stoffe webend erkenne Geistes Wonne. Vielen Dank.